Tomorrow has to be come be cool TV. Inspiriert von Rebel TV gibt's heute mal wieder einen Videoblog-Gruß via YouTube. Ich habe zwar keine Schreibmaschine wie der Stefan M. vom Rebel TV, aber ich habe eine transparente Glocke. Der erste Gruß war vom 11. Januar 2007 gewesen, für alle, die das gerne anschauen wollen. Mit einem Kultivi-Klassiker von der Pfeffkersägefröni und der Aussage, hey, es gibt uns nicht, ich war und so prophetisch. Und damit zurück in die Gegenwart. Am Sonntag sind die Wahlen vorbei und es hat ein Ende mit der Werbung für Schwachsinn. Das Umfeld von der SVP hätte sicher am meisten Geld ausgegeben für ihre Propaganda und gewisse Papiere kann man sogar als Filter benutzen. Wenigstens etwas Positives. Im Speziellen geht es um die Initiative gegen den Bau von Minaretten. In den Argumenten der SVP ist mir was aufgefallen, was sicher stimmt. Minaretten haben keinen religiösen Charakter. Sie werden im Koran nicht erwähnt. Das Minarett ist vielmehr ein Symbol für den politisch-religiösen Herrschaftsanspruch. Tja, so ist das. Und eine schwierige Frage. Steht in der Bibel, baut hohe Türme für eure Kirche? Im Gegenteil, ich zitiere Jesaja 14, 32b. Das Gottesgericht kommt über alles Hochmütige, alle hohen Türme. Aber die Stellvertreter auf Erden wetteifern, wer hat den höchsten Kirchenturm? Und der Sieger ist das Ulmer Münster mit 161 Metern. Der höchste Turm der Schweiz ist in Bern. Das Berner Münster ist genau 100 Meter hoch. Über das Läuten der Glocke zum Zeichen von Präsenz, und zwar flächendeckend, reden wir gar nicht. Ist aber für so Schweizer ohne Hirnwäschschädigungen einfach lästig und aufdringlich. Tja, wenn es dann fair wäre, die Männer und Frauen von der SVP, dann würden sie zu den Minaretten gerade auch noch Kirchentürme im Initiativtext nehmen. Glaubensfreiheit von den Christen würde das nicht antasten. Tja, so viel für heute. Gruß aus dem Studio und bis zum nächsten Mal. Und ja, klickt gerne im Telegram.